Decke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Sie gehen kompetent mit faszinierender Technik um, pflegen eine tolle Kameradschaft und leisten dabei noch einen vorbildlichen ehrenamtlichen Einsatz für unsere Gemeinschaft. Das Technische Hilfswerk ist bundesweit in über 600 Ortsvereinen organisiert, bildet mit insgesamt 80.000 Helferinnen und Helfern eine wirkungsvolle und flächendeckende Notfallhilfe. Die knapp 100 THWler des Ortsvereins Lahnstein sind in Friedrichssegen stationiert. Das Technische Hilfswerk ist grundsätzlich aufgegliedert in jedem Ortsverband, eben in die Verwaltung, den Stab, Verwaltung und in den technischen Zug. Und der technische Zug besteht aus einem Zugtrupp. Der Zugführer hat zwei Bergungsgruppen, jeweils mit einem Auto. Wir sagen auch der große blaue Werkzeugkasten. Und da gibt es spezielle Fachgruppen. Hier in Lahnstein, die einzige Stadt an Rhein und Lahn, gibt es natürlich viel Wasser. Darum haben wir zwei aufs Wasser spezialisierte Fachgruppen. Wir haben eine Fachgruppe Wasserschadenpumpen. Hier wird Wasser gepumpt im Wasser im Fall und eine Fachgruppe Wassergefahren, die dafür da ist, um mit Booten auf dem Wasser retten zu können oder entsprechend Transportaufgaben wahrzumachen, wie zum Beispiel bei dem Waldhof-Unfall vor einigen Jahren mussten unseren Booten die Schiffe versorgt werden. Mobil auf dem Land und zu Wasser präsentiert sich das THW Lahnstein. Die Technik wird ständig mit eigenen Kräften gewartet und steht auch für den spontanen Einsatz bereit. Regelmäßige Übungen halten Mensch und Material fit. Zuständigkeiten und Aufgabenstellungen sind gut organisiert. Zum Beispiel im Hochwassereinsatz, dann wird uns halt ein Standpunkt gegeben und dann halt eine Wegstrecke. Und als Zugführer ist dann halt unsere Aufgabe zu sagen, wir setzen die in die Pumpe ein und wir werden das so und so mit der Leistung werden wir das alles fahren. Und dann kümmern wir uns halt auch um die Sachen wie Sprit, Ersatzteile bzw. geben das dann weiter an die Verwaltung. An diesem Freitagabend steht das Bergen eines eingeklemmten Unfallopfers auf dem Programm. Die Übung ist so angelegt, dass eine ganze Reihe von Anforderungen abgearbeitet werden müssen. In erster Linie sind wir im Einsatz, sage ich mal, die Schnittstelle zwischen anderen Organisationen und dem THW. Wir geben die Einsatzaufträge geben wir weiter an unsere Gruppenführer, die dann weiterleiten an die Helfer, die dann ausführen werden. Die Technik beherrschen zu lernen und im Einsatzfall routiniert einzusetzen, ist das Ziel der zahlreichen Ausbildungsstunden. Ein wichtiges Thema ist zum Beispiel die Pumpentechnik. Bei der und der Steigung verliert ihr so und so viel Druck und sowas, dass man das halt als Helfer weiß, dass man dann auch am Ende sagen kann, okay, wenn wir jetzt eine Schlauchstrecke haben von 500 Metern auf eine Höhe von 50 Meter, dass wir am Ende dann nur noch bei einer Pumpleistung von 5000 Liter nur noch 3000 Liter rauskriegen. Auch oder gerade ehrenamtliche Helfer müssen gut strukturiert und organisiert sein. Ich kümmere mich also um alle Verwaltungsangelegenheiten, wenn die Helfer eine neue Telefonnummer haben, wenn der Arbeitgeber eine Bescheinigung braucht, wenn ein Helfer auf Lehrgang fährt, dass das gemacht wird. Und im Einsatzfall bin ich dann hier der Backoffice, nennt man das ja neudeutsch heutzutage. Also kümmere mich darum, dass das alles hier abläuft, funktioniert. Die Helfer ihre Verpflegung ins Gelände bekommen, all diese Aufgaben. Alles, was so eine Büro, Verwaltung, Chef, Stab macht. Trotz einer soliden Personalsituation sind Interessierte jederzeit willkommen. Wir können immer Helfer gebrauchen, denn wir haben auch einen Dienst jetzt ganz aktuell im letzten Jahr gesehen. 2 Tage ist in der Regel kein Problem im Betrieb, jemanden so aus dem Betrieb rauszuholen bei solcher Veranstaltung. Aber je mehr man hat, ich sage immer, viele Hände, schnelles Ende. Und darum ist uns jeder Helfer willkommen, ab 12 Jahre bis ins Alter hinaus. Unser ältester Helfer ist 78, aber auch ein Urgestalt in diesem THW. Und ist auch egal, männlich, weiblich, kräftig, schlank, schlau, nicht so schlau, technisch begabt oder Schreibtischtäter, ist jeder willkommen bei uns. Und die Arbeitgeber bekommen im Einsatzfall den Verdienstausfall ersetzt. Das ist dann wieder meine Aufgabe, diese Verwaltung durchzuführen. Und wir haben hier das Glück, dass wir vorwiegend in kleinen und mittelständischen Betrieben eine hohe Anerkennung der Leute haben und eine Freistellung für Einsätze in der Regel problemlos stattfinden kann.
sodass wir uns dann bei unseren Arbeitgebern hier im Kreis oder in der Umgebung bedanken müssen. Die vielfältigen Aufgabenstellungen beim Technischen Hilfswerk bieten Interessantes für alle Altersgruppen. Die Einsätze lassen Menschen reifen, Kameradschaft und Freundschaft wachsen in gemeinschaftlichen Aktivitäten. Wer also eine wirklich sinnvolle Freizeitbeschäftigung sucht, ist beim THW sehr gut aufgehoben. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Entdecke Rhein-Lahn. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch den Rhein-Lahn-Kreis. Immer am Dienstag und Donnerstag bei uns im Programm.